Hallo, Kentucky Awesome auf hier. Ihr habt bestimmt festgestellt, dass das Video nicht sonderlich lang geht, ne? Lag in erster Linie daran, dass ich dachte, dass ich die Aufnahme von Mimsu runtergeladen habe und ihm dann gesagt habe, als er mich gefragt hat, kann ich das Video löschen, weil ich brauche den Platz. Ich habe da ja gesagt, ohne nachzuschauen. Und ja, ich habe es wie gesagt nicht runtergeladen, das heißt, seine Sicht ist nicht mehr da. Ist doof, ich habe dazugelernt, ich gucke das nächste Mal auch wirklich mal nach. Auch wenn ich mir zu hundertprozentig sicher bin, wie in diesem Fall, dass ich es runtergeladen habe, gucke ich es trotzdem nochmal nach. Aber I guess, wenigstens hatten wir ein Cage-Match. Das heißt, ich habe dann noch zumindest das Cage-Match aus meiner Sicht noch mit reingeschnitten. Abgesehen von der Arena, wo jetzt nicht viel passiert ist, haben wir halt jetzt nur ein Cage-Match. Und ja, ich würde sagen, schaut, könnt euch wenigstens das Cage-Match anschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Memsu. Deswegen, Peace, macht's gut. Viel Spaß beim Cage-Match. Okay, schwierige Kiste. Ich habe so viele Feuerschwächen, ich darf die ganzen Monster, die eine Feuerresistenz haben, sozusagen nicht verlieren. Ich glaube aber, ich schicke Dan auf jeden Fall in den Kampf. Weil kann ja sein, dass ich einen Megastein finde. Ich denke, mit Kampf und Eis sind. Kampf und Eis sind mir eigentlich perfekt aufgestellt, ne? Ich kenne fünf seiner sechs Typings. Ich glaube, nur das Balgoras wäre kritisch. Ja, wir gehen mit Dan. Wir gehen mit Dan. Weil nur. Ja, nur. Eigentlich nur. Ja, doch. Eigentlich nur der wäre ein bisschen kritisch. Und selbst da haben wir eigentlich hochgestoßen. Der hat keinen guten Spezialverteidigung. Also. Sollte schon klappen. Weiß auch nicht, was der genau für ein Typing ist, wenn ich ehrlich bin. Dann schauen wir mal. Ich wette, er hat bald was genommen. Ich wette. Oder Rosana. Ja, Rosana könnte sogar Ableitip drücken. Da könnte ich sogar Ableitip drücken, wenn ich ehrlich bin. Okay, mit was startet er? Wir starten mit Turtok. Timmy. Oh, ist das Victini? Boah, der kann eine Feuerattacke, right? Das wird uns wehtun. Oh ja, das wird uns sehr wehtun. Ja, die Feuerschwäche kommt jetzt gerade ein bisschen. Bisschen doof. Das wird uns. Das könnte uns. Vielleicht sogar auch. Okay. Gar nichts. Wer macht das? Auch gar nichts. Ja, wir drücken einfach Isis Odem. Wir drücken einfach Isis Odem. Es hätte uns jetzt auf jeden Fall das Dings gekostet. Aber ich glaube, der. Ich glaube, er gewinnt das trotzdem mit Victini. Wenn auch sehr knapp. Gewinnt er das trotzdem. Ein Crit können wir nicht landen. Wir können höchstens auf den Miss hoffen. Weil das crittet ja immer. Ja, ist ein closes Ding. Er macht es auf jeden Fall. Und damit eine Feuerschwäche weniger in unserem Team. Eieiei, okay. Ja, er durfte nur nicht missen. Er durfte nur nicht missen. Okay, perfect for him. War wieder so ein knappes Ding. War wieder so ein knappes Ding. Macht das Ganze aber auch nochmal ein bisschen spannender. Es steht jetzt 3-2 tatsächlich. Yeah.